Vor 10 Jahren ist die islamische Theologie in Deutschland gegründet worden. Zeit für uns, eine kurze Bilanz zu ziehen und mit Vertreterinnen und Vertretern der islamisch-theologischen Standorte in Deutschland zu sprechen. Was hat sich seitdem getan und wohin geht die Reise? Ich freue mich heute mit Martin Kellner. Er ist Vertretungsprofessor für Quellenlehre am Institut für islamische Theologie an der Universität Osnabrück zu sprechen. Hallo Martin, grüß dich. Grüß dich, Felix. Martin, deine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Koranwissenschaften und Hadithwissenschaften und islamische Bioethik. Bei euch in Osnabrück studieren zurzeit ungefähr 450 Studentinnen und Studenten islamische Theologie und Religionspädagogik. Wie hat sich das Fach denn in den letzten 10 Jahren aus deiner Sicht entwickelt? Ja, das Fach der islamischen Theologie hat sich in den letzten 10 Jahren sehr rasant entwickelt. Wir müssen bedenken, dass es dieses Fach zuvor in der akademischen Landschaft in Deutschland nicht gegeben hat. Das heißt, es musste das Fach zunächst einmal eine gewisse Selbstpositionierung entwickeln. Es musste überlegt werden, wohin diese Reise gehen soll, wie eine bekenntnisorientierte islamische Theologie in der akademischen Welt etabliert werden kann. Es mussten Curricula entwickelt werden. Es musste Lehrmaterial bereitgestellt werden und es musste wissenschaftliches Personal gefunden werden. Und auch das ist nicht ganz leicht. Wir müssen bedenken, dass es dieses Fach ja nicht gab. Das heißt, das Berufsbild der islamischen Theologin oder des Theologen gab es bis dahin nicht. Und die meisten Akteure im Feld sind sehr engagierte Quereinsteiger. Ein zweiter Aspekt ist, dass die Entwicklung einer neuen Wissenschaft innerhalb von 10 Jahren ist schon ein sehr, sehr großes Unterfangen. Diese Entwicklung fand aber nicht im luftleeren Raum statt und fand auch nicht sozusagen im ruhigen Kämmerlein einer Universität statt, sondern fand in einer gesellschaftlich sehr, sehr schwierigen Phase der Existenz muslimischer Communities in Deutschland statt. Einerseits hatten wir in dieser Zeit islamistisch motivierte Terroranschläge. Wir beobachteten das Entstehen eines gewaltbereiten, furchtbaren, staatsähnlichen Gebildes, das sich IS nannte oder das IS genannt wurde. Und die Konflikte um das Thema Islam auch innerhalb der deutschen Gesellschaft in den letzten 20 Jahren enorm zugenommen. Und die neu entstandene Disziplin der islamischen Theologie musste sich in einem sehr, sehr komplexen Feld von unterschiedlichen politischen, gesellschaftlichen Erwartungen behaupten, aber auch natürlich mit bestimmten Erwartungshaltungen der Community selbst, der muslimischen Community selbst umgehen. Und all das machte die Entwicklung der islamischen Theologie nicht unbedingt leicht. Vor welchen Herausforderungen stehen denn die Studiengänge aus deiner Sicht jetzt? Eine Herausforderung ist sicher die, dass wir eine sehr, sehr starke Neigung zu Rechtfertigungsdiskursen haben innerhalb der islamischen Theologie. Das ist eine Sache. Und ich glaube, die große Herausforderung in Zukunft wird sein, wirklich zu überlegen, welche Chancen bietet diese Theologie eigentlich? Welche positiven Beiträge kann diese Theologie leisten für die Gesellschaft, auch für die muslimischen Communities in Deutschland? Die nächste Herausforderung ist die, dass wir das Fach der islamischen Theologie und auch der islamischen Religionspädagogik für Studentinnen und Studenten attraktiver machen müssen. Wir haben ja derzeit eine Situation, in der völlige Unklarheit über Berufsperspektiven herrscht. Es gibt sozusagen keine Planungssicherheit für Studentinnen und Studenten von Lehrämtern. Und hier in Osnabrück bemerken wir, das ist schon erwähnt, wir haben ca. 450 Studenten, in den ersten Jahren eine deutliche Verlagerung von der islamischen Theologie hin zum Lehramt. Auch sozusagen im Hinblick darauf, dass es natürlich Berufsperspektiven bildet, dass es eine klare Möglichkeit bildet oder mit der Hoffnung auch verbunden ist, dass man gesellschaftlich positiv wirksam sein kann im Bereich von Schulen und so weiter. Was sind denn aus deiner Sicht diese wissenschaftlichen Beiträge, die die islamische Theologie und Religionspädagogik in der Zukunft
wird leisten müssen? Also was sind da die thematischen Schwerpunkte, die deiner Meinung nach anstehen? Also einerseits geht es natürlich darum, theologische Forschung zu vertiefen. Wir müssen an sehr, sehr wesentlichen Fragen arbeiten. Zunächst einmal an tief theologischen Fragen. Was bedeutet religiöses Bekenntnis? Auch in einer Welt, in der natürlich einerseits religiös immer mehr Heterogenität herrscht, aber andererseits ganz allgemein auch religiöse Bekenntnisse immer mehr an Bedeutung verlieren. Was bedeutet Theologie in dieser Zeit? Welchen Beitrag kann Theologie leisten? Welche epistemologischen Grundfragen stellen sich an Theologie im Allgemeinen und ganz besonders an die islamische Theologie? Des Weiteren müssen wir uns überlegen, welchen Beitrag theologische Forschung im Verständnis von menschlichen Gesellschaften leisten kann, welche ethischen Fragen sich in Zukunft stellen werden. Wir entdecken immer mehr Interesse auch von Forscherinnen und Forschern zu Themen wie Umweltethik, Medizinethik, auch einer islamischen Anthropologie, dem Verständnis, was bedeutet Menschsein eigentlich aus religiöser Sicht und dann welchen Platz soll dieser Mensch in dieser Welt haben. Und für deine eigenen Forschungsgebiete, was wünschst du dir da? Wie soll das aussehen in den nächsten Jahren? Ja. Für meine eigenen Forschungsfelder der Koranwissenschaft und Hadithwissenschaft denke ich zunächst einmal an die Fragen der texthistorischen Forschung. Das heißt, wir beschäftigen uns hier mit Fragen der Textgenese. Wie sind religiöse Texte entstanden? Wie wurden religiöse Texte verschriftlicht? Oder wie wurde religiöse Rede verschriftlicht? Unter welchen historischen Rahmenbedingungen oder in welchen historischen Rahmenbedingungen sind diese Texte entstanden? Das ist ein Aspekt. Und der zweite, noch wesentliche Aspekt ist, diese Texte liegen uns nun vor. Und die Frage ist, wie verstehen wir sie? Also Fragen der Texthermeneutik sind enorm wichtig. Und wir müssen ein ganz, ganz wichtiges Faktum der islamischen Theologie beachten, nämlich, dass ein Großteil des verfügbaren Materials aus den unterschiedlichen Traditionen noch nicht erarbeitet wurde, uns noch nicht wirklich zur Verfügung steht. Also einerseits, wir haben hunderttausende Werke, Bücher, Schriften zum Thema Textverständnis in der Geschichte der islamischen Kulturen und die gedruckt sind, aber die uns in Sprachen vorliegen, die zum Großteil für Studentinnen und Studenten, aber auch für Forscherinnen und Forscher nicht selbstverständlich zugänglich sind. Also wir haben arabische, türkische, persische Literatur, wir haben Literatur in Urdu und anderen Sprachen muslimischer Kulturen. Und das heißt, hier gibt es sozusagen noch sehr, sehr viel aufzuarbeiten. Und andererseits gehen wir zum Beispiel in der arabischen religiösen Literatur davon aus, dass circa 80% aller Werke, die sozusagen verfasst wurden, noch nicht editiert sind, noch nicht gedruckt worden sind, sondern dass Handschriften in Bibliotheken darauf warten, entdeckt zu werden. Und diese Literatur muss aufgearbeitet werden und muss historisch verortet werden. Und ich sehe hier ein gewisses Defizit in der islamischen Theologie. Wir haben Methoden, mit dieser intellektuellen Geschichte umzugehen, die sehr, sehr oft apologetisch sind. Also einerseits aus der Perspektive von religiösen Musliminnen und Muslimen, die zum Beispiel in so einer gewissen Idealisierung und Glorifizierung der islamischen Geschichte und auch der intellektuellen Geschichte des Islams neigen. Und andererseits haben wir aber auch einen Ansatz der einer ideologisch geprägten, pauschalisierenden Negativdarstellung dieser Geschichte. Und ich glaube, wir müssen uns darüber klar sein, dass wir nicht in einem Buch oder in einer Publikation über die islamische Geschichte sprechen können, sondern wir sprechen in Wirklichkeit über unzählig viele Geschichten. Vielen Dank, lieber Martin. Ich danke dir, Felix.